Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Carsten Weihe. Ich bin hier Professor im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt und ich werde diese Veranstaltung ausrichten. Ausrichten heißt einerseits, dass ich diese Vorlesungstermine hier ausrichte und zum anderen, dass ich den Übungsbetrieb und den Prüfungsbetrieb letztendlich federführend organisiere und verantworte. Das heißt, für alle Fragen, egal ob Vorlesung, Übungsbetrieb oder Prüfung, bin ich für Sie der Hauptansprechpartner für alle Probleme, die sich nicht mit Tutoren oder sonst wie auf einfache Art und Weise lösen lassen. Die Veranstaltung heißt Algorithmen und Datenstrukturen. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt eine Veranstaltung Grundlagen der Informatik 2 erwartet haben, wie es sie in den letzten Jahren gab, das ist dieselbe Veranstaltung. Sie heißt bloß ab diesem Jahr anders. Sie hieß früher GDI 2, Grundlagen der Informatik 2. Sie heißt jetzt AOD, Algorithmen und Datenstrukturen. Aber es ist exakt dieselbe Veranstaltung. Das heißt beispielsweise, wenn Sie im letzten oder vorletzten Jahr die Klausurzulassung erworben haben, dann brauchen Sie jetzt nicht nochmal eine Klausurzulassung zu erwerben. Das gilt weiterhin. Ist natürlich anzuraten, dass Sie trotzdem am Übungsbetrieb teilnehmen und Sie sind natürlich auch dazu willkommen. Sie haben es vielleicht eben gesehen, als ich die Vorlesung gestartet habe. In diesem Jahr werde ich die Vorlesung wieder aufzeichnen. Das heißt konkret, ich werde die Folien, also den Bildschirm aufzeichnen und gleichzeitig den Audioausgang, den Sie auch hier über die Saallautsprecher hören. Sie werden in den Unterlagen auch eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2012 finden, die natürlich immer noch ihren Sinn hat, aber es hat sich in den letzten Jahren doch so einiges geändert, sodass ich es für sinnvoll halte, jetzt nochmal wieder eine neue Aufzeichnung zu machen für die Veranstaltung. Das werden Sie dann immer zeitnah auf YouTube finden, dazu sage ich noch mehr. So. Heute werden wir uns wahrscheinlich nur mit organisatorischen Dingen beschäftigen. Sie haben eine Wortmeldung? Es ist laut vorne. Wem alles ist es zu laut? Okay, es ist anscheinend nicht nur vorne zu laut. Wie ist es jetzt? Hat sich was verändert? Jetzt? Geht es so? Vielleicht muss ich auch ein bisschen leiser sprechen. Gut. Also, falls das noch zu laut ist, dann geben Sie mir bitte Bescheid. Heute werden wir uns voraussichtlich nur mit Organisatoren beschäftigen. Das wird den ganzen Termin einnehmen. Ab nächsten Mal, donnerstags 8.10 Uhr im selben Saal, ab nächsten Mal werden wir uns dann mit Inhaltlichen beschäftigen und ab nächsten Mal, dieses Mal gibt es noch eine Übertragung runter in den A04, aber alle Erfahrungen nach werden ab dem zweiten Termin, vor allem wenn dieser Termin 8 Uhr morgens ist, nicht mehr so viele Leute kommen, dass wir diese Übertragung brauchen. Das heißt, ab nächsten Mal, ab Donnerstag dieser Woche, 8.10 Uhr, nur noch hier im Audimax, ohne Übertragung in den A04. Beim Organisatorischen möchte ich erst einmal ein paar Ansagen machen zum Thema Vorlesung, wie die Atmosphäre in der Vorlesung sein soll.
Der erste Punkt, heute vielleicht noch nicht so wichtig, aber ab nächsten Mal, wenn es um Inhaltliches geht, dann lege ich Wert darauf, dass Sie können gerne mit Laptops hier sitzen. Sie können gerne Laptop aufmachen und wenn Sie unbedingt ohne Ton ein Spiel spielen wollen oder sonst wie was anderes machen wollen, können Sie das gerne machen, wenn es unbedingt sein muss. Aber bitte im Hochparkett, nicht hier unten im Parkett. Diejenigen von, es gibt Leute, das wird man sich vielleicht nicht ganz vorstellen können, aber es gibt tatsächlich Leute, die wollen 1,5 Stunden lang konzentriert zuhören. Und für diese Leute ist ab nächsten Mal das Parkett reserviert, sodass diejenigen also tatsächlich dann konzentriert zuhören können, ohne von irgendwelchen Laptops im Blickwinkel gestört zu werden. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bekomme seit Jahren in den Evaluationen, in den studentischen Evaluationen, in den großen Veranstaltungen, bei der Frage, was war gut in der Vorlesung, immer wieder in großer Zahl als Antwort, es war gut, dass der Prof für Ruhe gesorgt hat. Und da ich das permanent immer wieder als Antwort bekomme, da offensichtlich ein Bedarf danach besteht, dass hier in der Vorlesung eine gewisse Ruhe herrscht, werde ich auch weiterhin dafür sorgen, dass im Audimax, also hier im Hörsaal, Ruhe ist. Sie müssen sich klar darüber sein, wie störend das ist, dank der guten Akustik, wie störend das ist für jemanden, der sich wirklich konzentrieren will, wenn hier und da ein bisschen leise geredet wird. Aber dieses leise Reden hat halt in einem solchen Hörsaal wie hier mit dieser Akustik schon hohe Konsequenzen. Und sodass also, wenn so viele Leute da sind und hier und da mal Leute reden, dann ist da ein gewisser Lärmpegel da, der sich gut ausbreitet und das führt dazu, dass Leute sich gestört fühlen. Und das werde ich unterbinden. Ich mache meine Vorlesung hier für diejenigen, die neben den ganzen Unterlagen, die wir zur Verfügung stellen, außerdem noch gerne konzentriert die Vorlesung mitnehmen möchten. Die anderen, wie gesagt, die mit dem Laptop was machen und nur halb hinhören möchten, sind willkommen. Absolut. Aber bitte leise. Ich will vielleicht dazu noch eine Erfahrung sagen. Ich war eine Zeit lang Professor in Australien, habe Lehrveranstaltungen wie diese hier dort abgehalten. Und dort war es ganz selbstverständlich totenstill. So wie jetzt. Also es geht. Natürlich, wenn Sie ein Taschentuch von Sitznachbarn erfragen wollen oder wenn Sie irgendwas Kleines nicht verstanden haben, was ich gesagt habe und den Nachbarn fragen wollen, das ist natürlich kein Thema. Aber wenn es anfängt, in eine Unterhaltung auszuarten, kann ich nur sagen, da draußen im Bistro gibt es wesentlich bequemere Sitzmöglichkeiten, wo Sie dann mit dem Sie sich unterhalten, dann vis-à-vis sitzen können. Wenn Sie rein und raus gehen, dann bitte ich Sie darum, im Interesse der anderen das möglichst leise zu machen. Wenn Sie vorzeitig rausgehen wollen, wenn Sie das schon wissen, dann bitte ich Sie, sich schon an den Rand zu setzen, damit Sie nicht erst eine ganze Reihe aufscheuchen, um rauszukommen. Und auch ein wichtiger Punkt, der Sie vielleicht nur wieder bei den Klausuren nervt, dass wenn doch in größerer Zahl Leute rein oder rauskommen, immer mal wieder alle paar Sekunden jemand, dass das schon ziemlich störend wird, wenn dann jeweils die Tür laut schlägt. Also ich möchte Sie bitten, wenn Sie rein oder rausgehen,
immer darauf zu achten, dass die Tür nicht hinter Ihnen laut zuschlägt. Gut. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit diese Fragen auch hier stellen. Sie müssten halt sich bemerkbar machen, denn also mit einem richtig hoch erhobenen Arm und notfalls mit dezenten akustischen Signalen, sodass ich Sie dann auch wahrnehme. So, inhaltliche Voraussetzungen. Es gibt keine formalen Voraussetzungen für diese Lehrveranstaltung. Sie müssen keine Lehrveranstaltung, die da vorkommt, belegt haben. Sie müssen keine bestanden haben. Diese formalen Voraussetzungen gibt es nicht. Dafür habe ich damals vor 12, 13 Jahren als Studiendekan gesorgt, dass es da keine Einschränkungen ihrer Freiheiten gibt. Aber natürlich bauen diese Lehrveranstaltungen aufeinander auf. Ganz konkret hier, die AOD baut auf der FOP auf. So, ich glaube, so ist besser. Die AOD baut auf der FOP auf, die sie ja im ersten Semester laut Regelstudienplan zu belegen hätten und auch, wenn es geht, zu bestehen hätten. Und insbesondere beim Thema Java-Programmierung, bei der Programmiersprache Java und beim Umgang mit der Programmiersprache Java baut die AOD im Übungsbetrieb, auch in der Vorlesung und dann natürlich auch am Ende in der Prüfung massiv auf der FOP auf. Und wir können gar nicht anders, als hier vorauszusetzen, auch wenn Sie nicht die FOP geschafft haben oder gar nicht angetreten sind zur Prüfung oder die Klausurzulassung nicht geschafft haben, dennoch hier vorauszusetzen, dass Sie das, was in der FOP zum Thema Java und darüber hinaus gesehen haben, dass Sie das durchaus halbwegs routiniert beherrschen. Und zwar ohne Abstriche. Ja? Wenn Sie mit einer schlechten Note rausgegangen sind aus der Prüfung FOP, also nicht in allen Aspekten der Java-Programmierung gezeigt haben, dass Sie das beherrschen, dann ist das okay im Sinne, Sie haben die FOP bestanden, aber es ist nicht okay in dem Sinn, also Sie können sich nicht darauf berufen, dass es ja zum Bestehen der FOP ausreicht, so und so viel Prozent der Punkte zu erlangen. Hier wird alles vorausgesetzt. Sie haben ja aus der FOP alle Unterlagen, die Sie brauchen, um gegebenenfalls etwas nachzuarbeiten. Sie bekommen auch hier nochmal Unterlagen, weitere Unterlagen, die Ihnen helfen können, bestimmte Aspekte, die Sie aus der FOP doch nicht so sicher mitgenommen haben, dann doch nochmal nachzuarbeiten. Also welche inhaltlichen Voraussetzungen sind das? Einerseits die Programmiersprache Java und alles, was damit zusammenhängt und auch alles, was Sie gegebenenfalls zu diesem Thema besprochen haben. Das sind die Themen, die wir in der AOD sehr intensiv besprechen werden, aber in der FOP wird das ja schon ein bisschen thematisiert und davon gehe ich aus, dass Sie das auch aus der FOP mitgenommen haben. So, wo bekommen Sie die ganzen Informationen her? Wir bieten Ihnen eine sehr umfangreiche Menge an Informationen verschiedenster Art. Diese Vorlesungsaufzeichnungen, die jetzt gerade aufgenommen werden. Dazu kommen weiteres audiovisuelles Material, was ich in früheren Jahren aufgenommen habe. Dazu kommen selbstverständlich die ganzen schriftlichen Unterlagen, Vorlesungsfolien, Übungsblätter und so weiter und so fort. Und das bekommen Sie alles über die Moodle-Installation des Fachbereichs Informatik. Das ist der Anker, im Grunde das Einzige, was Sie sich hier wirklich unbedingt notieren müssen, wenn Ihnen das nicht klar ist, was da steht, wenn Sie damit noch keine Berührung hatten, diese URL.
Den meisten von Ihnen ist diese Moodle-Installation sehr vertraut. Ist Ihnen auch vertraut, dass man sich da mit der TU-ID einloggen kann? Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Und selbst wenn Ihnen das, wenn es Einzelne gibt, denen das noch nicht vertraut ist, wird es sicherlich einfach sein, sich da durchzunavigieren. Es gibt den seltenen Fall, dass jemand jetzt vielleicht unter Ihnen sitzt, der keine TU-ID hat, weil jemand zu diesem Semester erst zur TU Darmstadt gewechselt ist und die TU-ID durch den Einschreibeprozess noch nicht bekommen hat. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann kommen Sie bitte entweder heute nach der Vorlesung auf mich zu oder schicken Sie mir eine E-Mail. Dieses Problem können wir lösen. Überbrücken, bis Sie Ihre TU-ID haben. Der Kurs, in den Sie sich einschreiben müssen, ist entsprechend der hier im Pflichtbereich in der Moodle-Installation leicht zu finden. Sie sollten, wenn es geht, sich heute noch einschreiben in diesen Kurs, bitte. Aha, danke für den Hinweis. In Moodle steht, dass man sich nicht selber einschreiben kann. Da ist offensichtlich irgendein Häkchen falsch gesetzt. Bitte? Okay, gut. Also, das wird schon geändert. Das müsste jetzt dann in den nächsten Minuten passieren, denke ich mal, sodass Sie sich dann einschreiben können. Danke für den Hinweis. Wir haben natürlich eine andere Sicht als Sie, sodass wir solche Feinheiten oft nicht sehen. Wir müssten dann alle möglichen Häkchen in der Administration prüfen und da kann schon mal ein Fehler passieren. So, bei diesen Folien, wie auch bei allen weiteren Folien, müssen Sie nicht mitschreiben, sondern das finden Sie alles in Moodle. So, ganz, ganz wichtig, wichtige Erfahrung auch aus den letzten Jahren. Wenn Sie sich in Moodle einschreiben, dann ist da ein E-Mail-Konto für Sie hinterlegt und Sie müssen davon ausgehen, dass es öfters mal E-Mails von uns, Rundmails über Moodle gibt, die dann natürlich an diese E-Mail-Adresse gehen. Und Sie müssen davon ausgehen, wenn wir E-Mails an Sie schicken über Moodle, dass das manchmal eine gewisse zeitliche Dringlichkeit hat. Das heißt, es ist dringend notwendig, dass Sie regelmäßig mindestens alle 2 Tage das für Sie in Moodle hinterlegt ist, nachschauen, ob es neue E-Mails gibt. Wenn das nicht Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse ist, die Sie gerne verwenden, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Weiterleitung einzurichten. Sie wissen, in Moodle sind auch alle Nachrichten, die wir so an Sie versenden, in einem Nachrichtenarchiv drin, was Sie gleich auf der Startseite des Kurses in Moodle zu sehen bekommen. Auch hier nochmal der dringliche Ratschlag, also ich würde fast sagen der Befehl, dass Sie jede Woche nochmal schauen, ob Sie wirklich alles zur Kenntnis genommen haben, was in dieser Woche an Mails rumgekommen ist. Das ist eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Hinter dieser Folie steht eine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass doch immer wieder durchaus eine größere Anzahl von Leuten, dass denen wichtige Mails durchflutschen, weil sie nicht das richtige Konto sich anschauen oder selbst wenn sie sich das richtige Konto anschauen, die nicht alle zur Kenntnis nehmen. Und wir werden in der Regel wichtige E-Mails verschicken. Und eben E-Mails, die häufig eine zeitliche Dringlichkeit haben, wo sie dann innerhalb von wenigen Tagen aktiv werden müssen, zum Beispiel sich einwählen für irgendwelche Termine oder so etwas. Da ist es dringlich wichtig, dass Sie sehr zeitnah auf unsere E-Mails, die wir per Moodle verschicken, reagieren.
Was sich herauskristallisiert hat in den letzten Jahren ist, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, oder sagen wir so, dass es schon gewisse Gründe hat, wenn Studierende nicht mit den E-Mails, mit den Moodle-Mails so richtig klarkommen, dass ihnen einzelne wichtige Mails durchflutschen oder ähnliches. Ein wichtiger Punkt ist erst einmal, also die Mehrzahl von Ihnen wird wahrscheinlich diese Folie nicht betreffen, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Was sich in Gesprächen immer wieder als Problem herausgestellt hat, ist, dass Leute ihre Postfächer nicht ordentlich verwalten und da eine vierstellige Anzahl von E-Mails im Posteingang haben und ähnliche Sachen und da natürlich keinen Überblick mehr gewinnen können. Also es hilft nichts, sorgen Sie dafür, dass Ihr Posteingang immer klein ist, so klein, dass Sie ihn überschaubar halten können. Also idealerweise so klein, dass Sie nicht scrollen müssen, um sich alle E-Mails anzuschauen, die Sie noch offen haben. Heutzutage ist das ja alles überhaupt kein Problem mehr. Ja? E-Mail-Anbieter sollten eine Möglichkeit bieten, dass man alles, was man da jetzt im Posteingang hat, summarisch ins Archiv schicken kann, damit es aus dem Posteingang weg ist, aber nicht unbedingt verloren geht. Und wie Sie müssen wegkommen von der Logik eines Stundenplans hin zu der Logik eines Terminkalenders. Also das betrifft natürlich auch nicht wieder alle von Ihnen, aber nach Erfahrung eine ausreichend große Zahl von Ihnen. Wenn Sie in der Logik eines wöchentlichen Stundenplans arbeiten, dann wird das hier in der AOD nicht mehr funktionieren, weil Sie Termine haben, die sich nicht unbedingt wöchentlich wiederholen. Also von dieser Logik müssen Sie wegkommen. Hier nicht nur wegen der AOD, sondern es wird im Laufe des Studiums immer mehr dahin kommen, dass Ihre ganzen Termine nicht mehr wöchentlich wiederkehrend sind, sondern Einmaltermine oder periodische Termine mit einer anderen Periode, wie auch immer. Und was ich mir angewöhnt habe, und das ist hier dieser Tipp, ist für alles Mögliche, was ich nicht gleich erledigen kann, was ich aber leicht vergessen könnte, mir von meinem Kalender, die in den Kalender so einzutragen, dass ich rechtzeitig vorher eine E-Mail bekomme vom Kalender. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber zum Beispiel bekomme ich dreimal in der Woche eine E-Mail, dass ich nicht vergesse, meine Tabletten einzunehmen. Seitdem ich diese E-Mails bekomme, habe ich das nie wieder vergessen. Oder ich bekomme regelmäßig E-Mails, dass ich nicht vergesse, diesen oder jenen Mülleimer rauszustellen. Das klingt komisch, aber seitdem ich diese E-Mails bekomme, habe ich nie wieder vergessen, den Müll rechtzeitig zur Leerung rauszustellen. Ja, also überlegen Sie sich, ob das nicht eine gute Möglichkeit für Sie ist, so für verschiedene Dinge, auch für zu Erledigendes. Ja, ich kann irgendwelche Dinge wie irgendwelche Vorbereitungen für die AOD jetzt noch nicht machen. Ich setze mir eine Kalendernotiz und bekomme eine E-Mail. In dem Moment, wenn ich wieder voraussichtlich die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Und ganz wichtig, ich würde nicht darüber reden, wenn ich nicht oft genug in Gesprächen erlebt hätte, dass das alles nicht so selbstverständlich und nicht alles so komisch ist, wie es jetzt klingt. Wenn Sie irgendwelche Aufgaben zu erledigen haben, sollten Sie erst dann die entsprechende Notiz ins Archiv oder schicken oder löschen, wenn die Aufgabe wirklich erledigt ist.
Gut, das war dazu das Wort zum Sonntag. Jetzt möchte ich wieder zurückkehren zu den organisatorischen Informationen, Vorlesungsunterlagen. Ich habe vor 3 Jahren anlässlich der GDI 2 zu den einzelnen Themen der GDI 2 jeweils Videos erstellt, also keine Vorlesungsaufzeichnungen, sondern wirklich thematische Videos, nicht in der Vorlesungssituation, sondern im stillen Kämmerlein. Die finden Sie auf YouTube. Die Folien die Unterlagen dazu, also diese Videos sind Vertonungen der Foliensätze. Die Foliensätze finden Sie natürlich auch in Moodle. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Sie finden eine Kurzreferenz für alles, was wir hier drin, eine schriftliche Kurzreferenz für alles, was wir hier machen, in Form eines Wikis, wo es zu jedem Thema hier in der Lehrveranstaltung eine eigene Wiki-Seite, teilweise sogar mehrere miteinander verzahnte Wiki-Seiten gibt. Das finden Sie unter dieser URL, ist englischsprachig. Das ist die Bibel. Das ist sozusagen die gemeinsame Verständigung darüber, wie die Dinge genau aussehen, wie sie genau benannt werden, wie die Dinge genau formuliert werden. In Englisch, aber natürlich in der Prüfung, im Übungsbetrieb, in der deutschen Übersetzung. Ein sehr milder, denke ich, ein sehr milder Einstieg ins Fach Englisch. Alle Informationen finden alle diese Links, also diese Verweise, finden Sie auch in Moodle zusammen mit den anderen Unterlagen. So, vielleicht nur ein Punkt dazu. Ich denke, Leute wie Sie, die entweder Informatik studieren oder etwas Informatiknahes, werden verstehen können, wie so ein Klammerausdruck gemeint ist. Der Punkt dahinter ist der: Wir behandeln hier Themen, wir werden hier Themen behandeln, bei denen es wahrscheinlich nach aller Erfahrung für die Mehrzahl von Ihnen nicht für das Verständnis ausreicht, wenn Sie das hier in der Vorlesung gehört haben. Das kennen Sie sicherlich aus anderen Lehrveranstaltungen auch, dass man nicht alles, was in dieser Lehrveranstaltung, was in der Vorlesung gesagt wird, dass Sie das jetzt alles verstanden haben und nach Hause im Kopf mitnehmen können. Ist mir genauso gegangen als Student. Ist mir ganz genauso gegangen. Sondern die Vorlesung ist der erste Anker, den ich setzen kann, um bei Ihnen das Verständnis dann erst einmal zu beginnen und dann durch Übungsbetrieb und so weiter weiterzuentwickeln. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Vorlesung im Grunde die Vorbereitung auf die Nachbereitung der Vorlesung. Wo dann das Verständnis so langsam weckt. Also viele, das klingt jetzt etwas pessimistisch, viele Themen werden Sie sofort verstehen. Muss nochmal gucken, dass das noch ein bisschen leiser gehen kann. Ich glaube, ich bin da schon am Anschlag. Hier vielleicht. So, ups. So, wir sind überall schon am unteren Anschlag. Gut, nun war ich selber Student und weiß, wie das so ist mit dem inneren Schweinehund. Und wann war für mich die Zeit zur Nachbereitung der Vorlesung? Immer dann, wenn es ernst geworden ist, nämlich
wenn irgendein Termin, ein Abgabetermin im Übungsbetrieb fällig wurde, beziehungsweise kurz vor der Vorlesung, kurz vor der Prüfung. Das heißt, Nachbereitung der Vorlesung war auch für mich im Prinzip gleich Vorbereitung von Übungsaufgaben und Prüfung. Ich habe auch nur unter Zwang, unter solchem Druck die Vorlesung nachbereitet und ist halt so. So, Prüfung. Wir haben in der AOD, genauso wie Sie es von anderen Lehrveranstaltungen in den ersten Fachsemestern kennen, eine schriftliche Prüfung, die nennen wir im Weiteren hier Klausur. In Schriftform einfach, das kennen Sie ja wahrscheinlich schon aus dem ersten Fachsemester oder aus sonstigen früheren Fachsemestern. So, wenn es um den Termin geht, kann ich auch nichts anderes tun wie Sie, als nämlich in Tukan nachschauen. Und ich finde da in Tukan diesen Termin und gehe davon aus, als Arbeitshypothese, dass dieser Termin der richtige ist. Bis jetzt hat es immer gestimmt. Ganz wichtig, da kann ich Ihnen nur bedingt weiterhelfen, achten Sie darauf, dass Sie wirklich nicht nur für die Lehrveranstaltung, sondern dann auch im Juni oder wann das ist, sich für die Prüfung korrekt anmelden. Achten Sie darauf, dass Sie korrekt für die Prüfung, nicht nur für die Lehrveranstaltung, sondern für die Prüfung korrekt angemeldet sind. Da gibt es leider immer wieder, nicht nur in dieser Veranstaltung, sondern auch in anderen Veranstaltungen, immer wieder die Situation, dass Leute sich da nicht korrekt angemeldet haben und dass wir sie deshalb nicht zulassen können, die Klausur mitzuschreiben. Das muss nicht sein. So, Übungsbetrieb. Zur Klausur, zur Prüfung werde ich noch im Laufe des Semesters sehr viel sagen, aber heute ist das nicht notwendig. Der Übungsbetrieb, der besteht aus diesen Teilen, die Sie hier sehen, zu denen ich jetzt gleich auf den nächsten Folien noch mehr sagen werde. 5 Testate von einer Form, die wir theoretische Testate oder Theorietestate nennen. 6 Testate, dazu sage ich gleich noch mehr, was sich dahinter verbirgt, und noch Java-Programmieraufgaben. Zu den Java-Programmieraufgaben werde ich heute noch nichts sagen, die kommen ein bisschen später. Sie werden alle Informationen dazu dann aber rechtzeitig bekommen, die Sie dafür brauchen. So, was hat es mit den 5 Theorietestaten auf sich? Sie bekommen natürlich jeweils ein Übungsblatt. Das erste Übungsblatt wird ziemlich bald in Moodle hochgeladen sein. Sie bekommen auch ein nulltes Übungsblatt, was nicht gewertet wird, um erst einmal in die Art dieser Übungsaufgaben, wie wir sie stellen, hineinzukommen. Auf dem Übungsblatt bekommen Sie erst einmal für das, was geübt werden soll, komplett Beispiele, Aufgabenstellung und Lösung, wie wir uns die Lösung vorstellen. Und Sie bekommen dann auf dem Übungsblatt weitere Übungen zum Selbermachen, zum Selberausprobieren. Und im Testat dazu werden Sie, das wird ein voraussichtlich viertelstündig oder 20-minütiges Testat sein, ein Gespräch unter 4 Augen mit einem der Tutoren. Und dort wird der Tutor Ihnen eine Aufgabe stellen oder 2 Aufgaben stellen, die sehr analog sind zu den Aufgaben, wie Sie sie auf den Übungsblättern gefunden haben. Das heißt also, Sie bearbeiten die Aufgaben auf den Übungsblättern, um sich vorzubereiten, im Testat dann eine Aufgabe oder 2 Aufgaben, also jedenfalls eine sehr kleine Anzahl von Aufgaben,
zu bearbeiten im Gespräch mit dem Tutor. Das heißt, was wir hier haben, ist eine etwas andere Situation, als Sie sie aus anderen Lehrveranstaltungen kennen. Es gibt keine Kleingruppenübungen, es gibt keine Abgaben von Lösungen, also Sie müssen keine Lösung zu dem Übungsblatt erstellen und das dann zu einem Termin abgeben. Das gibt es alles nicht. Also irgendwas ist da. Vielleicht muss ich einfach hier den Platz ein bisschen wechseln. Es gibt keine Abgaben, es gibt dementsprechend auch keine Korrekturen. Wo es keine Abgaben gibt, gibt es auch keine Korrekturen von Abgaben, logisch. Sondern Sie gehen in eine Art mündliches, in eine gewisse Art von Prüfungsgespräch hinein, in eine Situation hinein, die einen ähnlichen Charakter hat wie eine mündliche Prüfung und zeigen da, dass Sie im Gespräch mit dem Tutor, dass Sie das verstanden haben, worum es auf dem Übungsblatt geht. Damit haben wir schon seit 2012 Erfahrung gesammelt mit diesem Konzept. Das funktioniert ganz gut und, also es funktioniert eigentlich sehr gut. Und es ist nicht so schlimm, wie es jetzt zuerst klingt. Also die Situation hat einen gewissen Prüfungscharakter, aber es ist wesentlich informeller, als wenn Sie beispielsweise bei mir, beim Dozenten, eine mündliche Prüfung absolvieren müssten. Ich will dazu ein paar Worte sagen, warum wir das so machen. Also ein naheliegender wichtiger Punkt ist natürlich auch der, mal ganz offen gesagt, die übliche Art und Weise mit Abgabe von Lösungen zu einem gewissen Termin hin, Bearbeitung der Übungsaufgaben und Abgabe und Bewertung öffnet natürlich viel Freiraum, um auf eine Art und Weise zusammenzuarbeiten, die nicht im Sinne der Dozenten ist, wenn ich es mal vorsichtig umschreiben darf. Das fällt hier flach. Ja? Sie müssen selber hier alleine Rede und Antwort stehen und müssen zeigen, dass Sie tatsächlich das, worum es in der Übung geht, verstanden haben und darüber reden können. Ja, also ich sollte noch dazu sagen, natürlich sind die Übungsaufgaben so bemessen, dass Sie das alleine auch bearbeiten können. Ja, das versteht sich. Ich hoffe, es versteht sich. Aber ein weiterer wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist der, dass wir immer wieder sehen, dass auch Studierende in den höheren Semestern erhebliche Defizite haben, wenn es darum geht, nicht mit dem Compiler zu kommunizieren, sondern fachlich mit anderen Menschen zu kommunizieren. Also die Fähigkeit, präzise zu verstehen, was der andere sagt oder schreibt, präzise so, wie der andere das gemeint hat, aber auch andererseits umgekehrt die Fähigkeit, sich selbst präzise auszudrücken, die ist gegenüber anderen Fähigkeiten, die Sie hier im Studium erwerben, doch bei sehr großen Teilen der Studierenden nicht so entwickelt, wie es sein müsste für eine Disziplin, die Wissenschaft und Profession ist. Ja, es ist ganz erheblich wichtig, eben wie ich das eben formuliert habe, auch diesen Blick einzunehmen. Informatik heißt nicht unbedingt kommunizieren mit dem Compiler oder mit der integrierten Entwicklungsumgebung. Informatik heißt sowohl im Studium, im Laufe des Studiums immer mehr, als auch später im Berufsleben Kommunikation mit anderen Menschen. Und das macht es unbedingt notwendig, dass man unter korrekter Verwendung der Fachsprache präzise
zu kommunizieren lernt, Missverständnisse, denken Sie einfach an den Extremfall, dass Sie später Steuerungssoftware für ein Atomkraftwerk schreiben oder für ein Flugzeug. Ja? Missverständnisse zwischen den einzelnen Leuten, die an derselben Aufgabe arbeiten, oder auch Missverständnisse zwischen Kunden und Entwickler oder zwischen Projektleiter und Projektmitarbeiter müssen, soweit es möglich geht, vermieden werden. Das ist einer der wesentlichen Gründe oder vielleicht sogar der wesentliche Grund, warum so viele IT-Projekte scheitern, warum so viele IT-Projekte in den Sand gesetzt werden. Das werden Sie spätestens im Bachelorpraktikum selber erleben. Ja, in vielen Situationen, denken Sie an das Thema Steuerungssoftware für Atomkraftwerke, und Sie müssen sich daran gewöhnen, die Fachsprache präzise, die Fachbegriffe gemäß ihrer präzisen Definition zu verwenden. Auch hier sehen wir immer wieder Defizite, dass die Begriffe, die Fachbegriffe irgendwie larifari nach irgendeinem selbst ausgedachten Verständnis verwendet werden, was natürlich für die Kommunikation tödlich ist. Aber es sind nicht nur die Fachbegriffe, es sind auch die formelhaften Formulierungen, die man immer und immer wieder in ähnlicher Situation verwendet. Denken Sie an Medizin oder denken Sie an Jura. Wenn Sie einen Arzt konsultieren, erwarten Sie von dem, dass der mit seinen Fachkollegen über Ihren Fall unter korrekter Verwendung der Fachsprache, unter korrekter Verwendung der etablierten formelhaften Formulierungen spricht, damit die beiden sich nicht, über, wenn sie sich über ihren Fall verständigen, nicht missverstehen. Nochmal, ich würde nicht darüber sprechen, wenn wir nicht das immer wieder erlebt hätten, dass ein großer Teil der Studierenden da erstmal noch den Start hinbekommen muss. Das ist eine wesentliche Motivation für die Theorietestate, wie wir sie abhalten, dass Sie jetzt schon in einer Veranstaltung des zweiten Fachsemesters so langsam dahin geführt werden. Und ich mache in dieser Lehrveranstaltung nichts, was unwichtig ist. Das heißt, alles, was in dieser Lehrveranstaltung passiert, ist potenziell relevant für die Prüfung. Wenn ich sage, ich mache in dieser Lehrveranstaltung nichts, was unwichtig ist, das hat auch etwas, das ist auch eine Sache der Stofffülle. Ich bin ein relativ langsamer Vortragender. Die Stofffülle bei mir ist sehr viel geringer, als es üblicherweise bei einer 4-Semester-Wochenstunden-Vorlesung zu dem Thema ist. Habe ich kein Problem mit, Sie wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, ich beschränke mich hier auf das Wesentliche. Ich meine, wenn Sie nach der Prüfung versuchen, AOD so schnell wie möglich wieder zu vergessen, dann wird natürlich nur ein gewisser Anteil des Stoffs und des Verständnisses hängen bleiben. Und je mehr Stoff ich mache, umso mehr wird es vom Zufall abhängen, welcher Anteil bei Ihnen hängen bleibt. Und das möchte ich nicht, und das ist sicherlich auch nicht in Ihrem Sinne. So, für diese ganzen Fachbegriffe und auch für die formelhaften Formulierungen ist dieses AlgoWiki, was ich schon erwähnt habe, die Referenz. Dort können Sie nicht nur nachschauen, was es für einen Stoff gab und wie der genau aussieht, sondern eben auch die Fachbegriffe genau definiert, und Sie sehen da auch die Formulierungen, die essentiell sind in der Fachsprache. So viel zu den Theorietestaten. Bitte? Die Frage ist, ob es Übungsgruppen gibt. Nein, es gibt keine Übungsgruppen. Sie können, wenn Sie wollen, natürlich zusammenarbeiten in der Vorbereitung. Aber im Testat ist jeder für sich allein.
Beantwortet das Ihre Frage, oder? Sie melden sich für die Testate an. Dazu wird es rechtzeitig Instruktionen in Moodle geben und auch eine Moodle-Mail wird rumgehen, dass diese Informationen da sind. Sie melden sich für diese Testate an. Die werden aber nicht wöchentlich derselbe Termin unbedingt sein. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sie müssen so langsam aber sicher im Studium wegkommen von der Logik Denken in Stundenplan hin zur Logik Denken in Terminkalender. Mit einmal Termin oder zweimal Termin, aber jedenfalls mit allem Möglichen und nicht nur wöchentliche Termine. Bitte? Man kann bei den Terminen für die Testate kann man wählen. Man kann Präferenzen angeben, aber wir müssen natürlich hinterher dafür sorgen, dass jeder einen Termin kriegt. Also es kann sein, dass nicht immer jeder Wunschtermin am Ende herauskommt. Bitte? Die Termine in Tucan sind nur die Raumreservierungen, wo die Termine stattfinden. Sie melden sich über Moodle zu gewissen, geben dort ihre Präferenzen ein. Vergessen Sie das, was zu den Kleingruppenübungen in Tucan steht. Das sind nur die Raumreservierungen. Es ist leider so, dass die Raumreservierungen in Tucan immer drin sind, auch für Sie sichtbar. Damit hatte ich schon mal vor ein paar Jahren ein Problem. Ich habe in den Ferien noch, in der vorlesungsfreien Zeit, hatte ich den Hörsaal reserviert für eine Technikprobe. Einfach nur für eine Technikprobe reserviert. Und ich komme rein und plötzlich saßen da ein paar Studierende, die gedacht haben, das wäre jetzt ein regulärer Termin. Ist leider so, dass alle Termine, die man im Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung in Tucan reserviert, dass die dann auch für die Studierenden sichtbar sind, auch wenn es im Einzelfall keinen Sinn macht. So, das waren jetzt die Theorietestate, die erste Säule des Übungsbetriebs. Die zweite Säule des Übungsbetriebs heißt NABLA. Diejenigen von Ihnen, die im letzten Jahr GDI2 schon mal versucht haben, die kennen diese Plattform schon, allerdings unter einem seinerzeit anderen Arbeitstitel namens FOO, den wir jetzt hier vergessen wollen. Der endgültige Titel von diesem Tool heißt NABLA. Was ist das? Das ist eine Plattform, in der Sie sich beliebig zu jedem Aufgabentyp, zu den verschiedenen Aufgabentypen, die implementiert sind, beliebig viele konkrete Aufgaben zufällig erstellen lassen können durch das System. Sie bearbeiten die Aufgabe mit Stift und Papier, geben Ihre Lösung ein und dann sagt Ihnen das System, ob Ihre Lösung richtig war oder nicht. Und wenn es nicht richtig war, bekommen Sie eine Fehlerdiagnostik und in jedem Fall auch eine Musterlösung. Die URL dazu ist hier. Momentan gibt es eine Auszeit bis voraussichtlich Donnerstag wegen Wartungsarbeiten, die dringlich notwendig waren. Also momentan macht es noch keinen Sinn, auf diese Plattform zu gehen, aber so wie diese Wartungsarbeiten beendet sind, wird bis auf, wenn mal irgendwas passiert, wird 24/7 diese Plattform für Sie zur Verfügung stehen, um die Aufgabentypen einzuüben. So wie die Plattform wieder oben ist, werden wir natürlich eine entsprechende Rundmail schreiben. So, diese Folie hatte ich auch schon
2015 aufgelegt und habe mich auch daran gehalten und werde mich auch dieses Mal wieder an diese Garantie halten. Das war eine sehr, sehr gute Sache, auch aus Sicht der Studierenden, denn ich denke, sagen zu können, dass das die Bestehensquoten deutlich verbessert hat bei der Prüfung. So, was ist die Garantie? Die erste Garantie ist die Hürde zum Bestehen der Klausur wird nicht höher als 50 der 100 zu erreichenden Punkte sein. Und die zweite Garantie ist, dass Sie mindestens 40% der Punkte, die Sie erreichen können in der Prüfung, dass dahinter Aufgaben stehen in der Prüfung auf dem Klausurblatt, die ich mit diesem Aufgabentool NABLA generieren werde und dann 1:1 aufs Klausurblatt kopieren werde. Das ist für Sie sehr positiv, denn wir haben die Erfahrung des letzten Jahres lehrt, die weit überwiegende Mehrzahl aller Teilnehmer der Klausur hat in diesen Aufgaben, naja, vielleicht nicht volle Punktzahl, aber schon deutlich über 30 Prozentpunkte, also deutlich über 3/4 der zu holenden Punktzahl geholt und konnte damit den Grundstein legen für das Bestehen und für eine gute Note. Der wichtige Punkt ist eben, dass Sie diese Aufgaben vorher im Prinzip kennen. Sie kennen nicht die genaue Aufgabe, Sie kennen nicht die genauen Zahlen, die in der Aufgabe vorkommen werden, in der Klausur, aber Sie kennen den Typus, Sie sind mit dem Typus vertraut, Sie sind mit den Formulierungen der Aufgabe vertraut vorher, weil Sie damit 24/7 herumspielen können. So, das sind jetzt drei Dinge. Erstens, Sie können 24/7 damit selbstständig üben mit dieser Plattform. Zweitens, die Garantie, dass 40% der Aufgaben in der Klausur aus solchen Aufgabentypen kommen. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt, Übungsbetrieb. NABLA wird ein wichtiger Bestandteil des Übungsbetriebes sein, denn Sie haben das ja vor ein paar Folien gesehen, es wird 6 Testate geben im Rechnerraum, im C003 an dieser Plattform NABLA. Das heißt ganz konkret, rechtzeitig vorher wird bekannt gegeben, um welche Aufgabentypen es sich handelt in diesem Testat, sodass Sie sich gezielt darauf einschießen können, wenn man so will. Sie müssen diese Aufgaben dann lösen und haben pro Testat eine halbe Stunde dafür Zeit. Sie haben mehrere Versuche jeweils. Das heißt also, wenn es einmal nicht geklappt hat, wenn Sie die Aufgabe nicht hundertprozentig lösen könnten, wenn Sie sich irgendwo vertippt haben oder was, dann macht es noch nichts. Sie können noch eine zweite Aufgabe probieren vom selben Aufgabentyp. Das hat im letzten Jahr sehr gut funktioniert, aus Sicht der Studierenden sehr gut funktioniert. Die Bestehensquoten in diesen Testaten waren bei allen Testaten weit über 90%. Und Sie haben zwar eine halbe Stunde Zeit, aber die Mehrzahl der Leute ist schon nach ein paar Minuten aus dem Testat wieder rausgegangen. So, ich sehe da eine Wortmeldung irgendwo. Braucht man einen gesonderten Account für den Raum? Nee, nicht. Braucht man gar nichts. Sie sind schon eingeloggt über einen anderen Account, der mit Ihnen als Person gar nichts zu tun hat. Achso, für die Aufzeichnung ist vielleicht nicht alles verstanden worden. Also die Frage war, ob es einen gesonderten Account benötigt für diesen Rechnerraum, für die Rechner dort, um an den Testaten teilzunehmen, und die Antwort ist nein. So, natürlich sind Sie da in einer gewissen Prüfungssituation drin, es wird Aufsichtspersonal geben,
Sie bringen wie üblich Ihren Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis mit, sodass erstmal Ihre Identität geprüft wird, bevor Sie zugelassen werden zum Testat. Und Sie sitzen da am Rechner und es wird kontrolliert, automatisch kontrolliert, ob Sie das im Testat tun, was Sie da tun sollen, oder ob Sie andere Dinge tun. Und selbstverständlich wird es als Täuschungsversuch gewertet, wenn Sie dort andere Dinge tun wollen, als das, was man im Testat zu tun hat. So, ich habe jetzt gesagt, es gibt noch Wartungsarbeiten. Leider hat es sich länger hingezogen, als wir gehofft haben, sodass die Wartungsarbeiten heute noch nicht abgeschlossen werden. Donnerstag sollte möglich sein. So, eine der schönen Sachen ist, das ist eine Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, viele Leute haben sich völlig selbstständig eingearbeitet und haben sich sogar eingearbeitet in die einzelnen Aufgabentypen, bevor diese Aufgabentypen in der Vorlesung dran kamen. Ja, es ist möglich, sich spielerisch hier in diesen Stoff, in diese Algorithmen einzuarbeiten, bevor die in der Vorlesung überhaupt drankommen. Deshalb ist es sehr, sehr sinnvoll, Sie haben ja jetzt typischerweise ein bisschen Leerlauf. Die meisten von Ihnen haben jetzt im Studium ein bisschen Leerlauf am Anfang des Semesters, gehe ich mal davon aus. Sie haben dann die Gelegenheit, hier schon mal ein bisschen die Zeit zu investieren, damit später im Laufe des Semesters sich die Zeiten nicht so stauen bei Ihnen. Und wie gesagt, warten Sie nicht, bis die Themen in der Vorlesung drankommen. Sie können sich diese Themen schon spielerisch erarbeiten. Die Videos, die es zu den einzelnen Themen gibt, können Sie sich auch dazu jeweils vergegenwärtigen, wenn Sie partout mit einem Aufgabentyp nicht klarkommen. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass Sie dann auch, wenn der Stoff in der Vorlesung drankommt, dass Sie dann die Vorlesung fundierter verstehen. Es ist Ihnen ja schon auf handwerklicher Ebene, ist Ihnen der Stoff ja schon begegnet. Sodass also alles, was ich dann auf theoretischer, abstrakter, auch mathematischer Ebene hier dazu sagen werde, bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fallen wird. Sie haben diesen Stoff schon auf handwerklicher Ebene gesehen und jetzt geht es darum, das, was Sie dort gesehen haben, nochmal wirklich systematisch und abstrakt und mathematisch zu betrachten. So, wie ist das mit den Testatsterminen geregelt? Die Termine werden rechtzeitig festgelegt jeweils, ausreichend frühzeitig. Es wird nicht für das ganze Semester einen wöchentlichen Termin für Sie geben. Das hat ökonomische Gründe. Wir versuchen, unsere Tutoren möglichst gut ohne Leerlauf für Sie einzusetzen. Ja, wir versuchen möglichst zu vermeiden, dass Tutoren bezahlt werden für Zeiten, die Leerlauf sind. Woher kommen diese Leerlaufzeiten? Die kommen daher, dass sich im Laufe des Semesters die Teilnehmerzahlen doch absenken werden. Manche Leute sind früher mit der Klausurzulassung fertig, die kommen dann meistens nicht mehr. Andere Leute steigen aus. Es wird einfach abnehmen an der Präsenz. Und dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir die Tutoren, das haben wir im letzten Jahr auch gemacht, das funktioniert sehr gut, indem wir die Tutoren in den ersten Wochen des Semesters stärker einsetzen, wo noch alle dabei sind von Ihnen, und in den weiteren Semestern, wo erfahrungsgemäß nicht mehr alle von Ihnen dabei sind, die Tutoren weniger eingesetzt werden. Das bedeutet natürlich, dass man nicht durchgängig wöchentliche Termine festsetzen kann. Das funktioniert dann nicht. So, alles dazu bekommen Sie immer per Moodle-Rundmail, die Informationen dazu.
wie gesagt, das war ja schon Antwort auf eine Frage, die hier gestellt worden ist. Sie haben die Möglichkeit, sich dort einzuwählen, dort sich Termine zu wünschen, und wir werden versuchen, möglichst Ihre Terminwünsche dann auch zu erfüllen. Das hat in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut gepasst. Auch hier nochmal die Erinnerung, dass Sie immer wieder auch im Nachrichtenarchiv schauen, ob Ihnen irgendwas in Ihrer Mailbox, in Ihrem Posteingang durch die Lappen gegangen ist. Das finden Sie immer auch im Nachrichtenarchiv, jedenfalls was die Moodle-Rundmails angeht, die wir an Sie verschicken. So, das sind Termine mit Prüfungscharakter. Das heißt, auch wie bei einer Klausur oder bei einer anderen echten Prüfung ist hier eine Entschuldigung notwendig. Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, dann auf jeden Fall so bald wie möglich uns verständigen. Und das Ganze hat auch einen formalen Charakter. Das müssen Sie jetzt nicht irgendwie abtippen hier. Wenn Sie in Google oder einer anderen Suchmaschine TU, Darmstadt und Attest angeben, dann sollten Sie auf die Regularien der TU Darmstadt kommen, wie Atteste einzureichen sind. Da oben ist nochmal die URL, wo Sie die genauen Informationen finden. Bitte? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Nein, Sie schreiben sich für einen Termin ein mit Ihren Wunschdaten, wann der Termin stattfinden soll, bekommen dann einen Termin zugewiesen, hoffentlich Ihr Wunschtermin, also wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Und wenn Sie einen Termin zugewiesen bekommen haben und dann diesen Termin nicht wahrnehmen können, dann müssen Sie sich entschuldigen. Wenn Sie sich gar nicht erst für einen Termin angemeldet haben, dann brauchen Sie sich natürlich auch nicht zu entschuldigen. Gut, Klausurzulassung. Der Übungsbetrieb ist ja nicht nur Spaß und Spiel, sondern er hat auch ein ernstes Ziel, nämlich um die Prüfung absolvieren zu dürfen, müssen Sie eine Prüfungszulassung erreichen. Die erreichen Sie im Übungsbetrieb, das kennen Sie auch aus anderen Lehrveranstaltungen, das ist nichts anderes. So, sammeln wir mal. Sie werden auf den Theorietestaten sind 13 Punkte insgesamt zu vergeben. Auf den NABLA-Testaten werden 3 Punkte pro Testat zu vergeben sein, also insgesamt 18 Punkte, weil es ja 6 NABLA-Testate geben wird. Und auf den Java-Aufgaben, zu denen ich, wie gesagt, heute nichts sage, dazu werden Sie aber auch rechtzeitig Informationen bekommen, dort sind bis zu 9 Punkte zu erreichen. Das heißt, insgesamt lassen sich 40 Punkte erreichen in der Klausurzulassung. Das ist das Beste, was man erreichen kann. Und die Klausurzulassung erreichen Sie, wenn Sie 20 aus diesen 40 Punkten erreicht haben. 50%-Regel ist Ihnen ja sicherlich auch aus anderen Lehrveranstaltungen vertraut. Bitte? Ja, okay. Die Frage war, wie ergeben sich aus den 5 Theorietestaten die 13 Punkte? Es wird 2 bis 3 Punkte pro Theorietestat geben. Sie sehen also, es ist eine sehr grob granulare Bewertung. Im Wesentlichen bekommen Sie einen Punkt, wenn Sie eine vom Tutor gestellte Aufgabe wirklich zur Zufriedenheit des Tutors bewältigt haben. Und zur Zufriedenheit des Tutors heißt, dass Sie es im Prinzip bis auf kleine Fehler, die immer mal passieren können, korrekt bewältigt haben, diese Aufgabe. Nochmal zur Erinnerung, was ich vorhin gesagt habe, das sind Aufgaben, die analog sind zu Aufgaben, die Sie auf dem Übungsblatt bekommen. Weitere Fragen direkt zur Klausurzulassung, bitte. Wie die 20 Punkte, die Sie erlangen, sich zusammensetzen aus den 40 Punkten, ist unwichtig. Das war die Frage und das war die Antwort. Bitte?
verstehe Sie leider akustisch nicht. Ich habe es leider akustisch nicht verstanden. Hat es jemand anderes verstanden und kann sozusagen die Anzahl von Versuchen? Also tut mir leid, aber ich verstehe momentan die Frage nicht. Fünf Theorietestate. Es wird nicht mehr als fünf Termine geben. Ja, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was die Frage ist. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann lautet die Antwort, ja, es gibt bis zu fünf Gelegenheiten, thematisch unterschiedliche Gelegenheiten. Es gibt fünf verschiedene Testate im Bereich Theorie mit fünf verschiedenen Themen. Und bei jedem einzelnen dieser Testate haben Sie die Gelegenheit, die dafür vorgesehenen Punkte zu erwerben. Beantwortet das die Frage? Okay. So, erst Sie und dann Sie. Ein Zeitraum, der verstreichen muss zwischen Testat und nächsten Testat. Na, wir machen schon Vorgaben, in welchen Zeitfenstern die einzelnen Testate die Termine für die einzelnen Testate generell sind. Wir müssen da auch ein bisschen Vorgaben machen, weil sonst wäre die Situation beispielsweise, der Erste, der sich anmeldet, legt seine fünf Termine auf die erste Hälfte Juli oder die ersten 100 melden sie, kommen dahin und irgendwelche anderen, die sich ja spät anmelden, müssen dann im Mai alle fünf Testate ablegen und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht. Also aus Gründen der Organisation müssen wir gewisse Vorgaben da machen, aber in diesem Rahmen gibt es ansonsten keine weiteren Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage, ich weiß nicht genau, wohin Ihre Frage zielte. Ja, Sie sehen bei den Nabla-Testaten, das wird vorher rechtzeitig vorher angekündigt, um welche Themen es jeweils geht. So, hier war noch eine Frage irgendwo. Man muss nicht alle fünf Testate machen. Nein, also, Sie sind da völlig frei in den Anmeldungen. Folgendes. Wenn Sie die Klausurzulassung fertig haben, wenn Sie Ihre 20 Punkte erreicht haben, können Sie natürlich aufhören. Sie müssen dann nicht zu den anderen Terminen antanzen, wenn Sie nicht wollen. Manche von Ihnen haben schon die Klausurzulassung aus der GDI 2 aus früheren Jahren. Das haben wir auch in früheren Jahren beobachtet. Ich darf vielleicht doch mal ein bisschen wieder um Ruhe bitten. Ein bisschen sehr um Ruhe bitten. Manche von Ihnen haben auch schon die Klausurzulassung in den letzten Jahren erworben und da ist es unsere Beobachtung, dass viele von denen dann tatsächlich die dann nur teilweise am Übungsbetrieb teilnehmen, gezielt die Dinge, die Ihnen wichtig erscheinen, dann nochmal wiederholen und zu anderen Terminen sich gar nicht erst anmelden. Das ist Ihnen völlig frei überlassen, inwieweit Sie sich zu Terminen anmelden oder nicht. Wenn Sie Klausurzulassung nicht haben, müssen Sie natürlich schauen, dass Sie die 20 Punkte zusammenkriegen. Ist die Frage damit auch beantwortet? Gut. Es gibt aber noch einen, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Bonusmaterial. Ja, es gibt einen Bonus. Also mit 20 aus 40 Punkten haben Sie die Klausurzulassung erreicht, aber es gibt gute Gründe, dass Sie dann nicht den Griffel fallen lassen, sondern dass Sie dann weitermachen und dass Sie sich insbesondere auch für mehr Testate als nur für diese 20 Punkte anmelden. Nur aus diesen beiden Sorten, nicht aus den Java-Aufgaben, nur aus diesen beiden Sorten von Testaten. So, 20 Punkte müssen Sie erreichen für die Klausurzulassung. Wenn Sie 22 von diesen 31 Punkten erreicht haben, also nur aus diesen beiden
Sorten von Testaten. Die beiden ergeben zusammen insgesamt 31 Punkte. Wenn Sie 22 von denen erreicht haben, dann haben Sie eine Notenstufe für die Klausur gut geschrieben. Wenn Sie 25 Punkte aus diesen 31 erreichen, haben Sie zwei Notenstufen gut geschrieben. Und wenn Sie 28 aus den 31 Punkten erreichen, dann haben Sie eine ganze Note gut geschrieben für Ihre Klausurnote, für Ihre Prüfungsnote. Allerdings, da kommen wir nicht drum herum, das ist der rechtliche Rahmen. Ich darf Ihnen nicht verhelfen, durch Bonus den Sprung zu machen von 5,0 auf 4,0. Das ist nicht zulässig, das finde ich schade. Ich persönlich habe früher, als das noch möglich war, damit gute Erfahrungen gesammelt. Es ist nicht erlaubt, also brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Aber wenn Sie die 50% Punkte in der Klausur geschafft haben, dann greift dieser Mechanismus, dass Sie einen Bonus bekommen. Bitte? Was ist mit den Testaten? Genau, es ist nicht relevant, wie sich die 20 Punkte zusammensetzen. Für einen Bonus ist es relevant, das sind nur Punkte aus Theorie- und Nabla-Testaten. Es ist theoretisch möglich, die Klausurzulassung nur aus Theorie- und Nabla-Testaten zu erwerben. Korrekt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nee, natürlich. 31 Punkte sind zu erreichen, 20 müssen erreicht werden. So, noch ein paar weitere Informationen. Wir verwenden wieder, wie jedes Jahr bei mir, das Fachschaftsforum. Das Forum ist schon eingerichtet und Sie werden finden, wenn Sie da reinschauen, dass das Forum eingeteilt ist in 5 Unterforen zur Vorlesung, zu Theorietestaten, zu Nabla, zu Java und zur Klausur. Und das ist auch das Beste, die beste Möglichkeit, Ihre Fragen oder auch Anmerkungen loszuwerden, egal wann, egal wo. Also das Forum ist eine sehr gute Möglichkeit, dass wir auch intensiv nutzen. Auch ich engagiere mich intensiv im Forum, versuche Fragen zu beantworten. Bitte schauen Sie darauf, dass Sie von den 5 Foren immer das passende Forum hernehmen, wo Sie Ihre Frage platzieren wollen oder Ihre Anmerkung platzieren wollen. Und bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Forumsbeitrag eine aussagekräftige Überschrift hat. Also Überschrift, ich habe mal eine Frage, ist nicht richtig aussagekräftig. Und bei Fragen zum Stoff der Vorlesung oder Fragen zum Übungsbetrieb, auch zur Organisation, auch zur Klausur und so weiter, bei solchen Fragen ist immer das Forum die ideale Möglichkeit, denn erstens sehen das dann alle Leute, die potenziell Ihnen die richtige Antwort geben können, und zweitens sehen dann auch alle Teilnehmer der Lehrveranstaltung, was die Frage war und was die Antwort ist, und können dann auch von der Antwort, die wir geben, profitieren. Also, wo immer es sinnvoll scheint, wenn Sie eine Frage haben, die sehr ins Persönliche geht, ja, dass Sie ein persönliches Problem haben mit Termin oder was auch immer, dann natürlich nicht. Aber wenn Sie eine Frage haben, die von allgemeinem Interesse ist, eine fachliche Frage, oder Sie haben irgendwas auf dem Übungsblatt nicht verstanden oder Sie haben irgendwas in der Vorlesungsfolie nicht verstanden, dann stellen Sie die bitte nach Möglichkeit in meinem Forum. Wir erlauben Ihnen anonyme Forumsbeiträge zu publizieren. Wir haben keinen Zugriff
auf irgendwelche Informationen über Sie. Das Forum wird von der Fachschaft betrieben und die werden mir sicherlich nicht die Informationen über Sie geben, die da hinterlegt sind, wenn ich mal wissen will, wer da jetzt so komische Postings schreibt. Nicht? Aber das ist trotzdem kein rechtsfreier Raum. Punkt 1, wir werden natürlich schauen, dass die allgemeinen Regeln eingehalten werden, dass also nur Postings dort stehen bleiben, die nicht problematisch sind. Und auch auf diesen Punkt muss ich Sie hinweisen, man kann doch leicht in den strafrechtlichen Bereich kommen. Sie sehen jetzt gerade unter dem Stichwort Böhmermann ein konkretes Beispiel dazu, wie leicht es ist, durch öffentliche Äußerungen sich in eine sehr problematische rechtliche Situation zu bringen. Durchaus möglich auch, dass man mit, das wird vermutlich hier im Forum nicht passieren, aber prinzipiell ist es durchaus möglich, dass man mit dem Recht eines anderen Landes in Konflikt kommt. Und spätestens dann, wenn man in dieses Land einreisen will, dann merkt, dass es da ein Problem gibt. Auch disziplinarisch kann etwas durchaus passieren. Ja, also wenn es wirklich so krass ist, also wir hatten schon seit Ewigkeiten keine krassen Fälle mehr. Aber wenn es wirklich so krass kommt, dann kann es Ihnen auch passieren, dass es hier an der Universität disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden, im schlimmsten Fall bis hin zur Exmatrikulation. Also, Sie sind immer auf der sicheren Seite. Sie können anonym posten, aber wenn Sie alle Ihre Beiträge so schreiben, als würden Sie unterzeichnet sein mit Ihrem Klartextnamen und Ihrer Adresse und so weiter. Ich darf wieder um Ruhe bitten. So, Sprechstunden wird es geben, aber die Informationen sind noch nicht verfügbar. Die bekommen Sie demnächst in Moodle, auch da wieder eine Rundmail. Ganz allgemein, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, egal welcher Art, auch wenn Sie Kritik haben oder wenn Sie Anregungen haben, warten Sie nicht auf die Evaluation, um Kritik oder Anregungen loszuwerden, sondern melden Sie sich bei uns, kontaktieren Sie uns so früh wie nur irgend möglich, egal was. Ja, wenn wir von irgendeinem Problem wissen, dann können wir auch darauf reagieren. Wenn wir an einem Problem nicht wissen, können wir auch nicht darauf reagieren. Hier möchte ich doch dringend darum bitten, die allermeisten Teilnehmer der AUD kriegen das gut hin, dass sie, wenn sie Kritik formulieren, dass sie da bitte doch das in einer Art und Weise formulieren, dass der Adressat der Kritik immer noch geneigt ist, ihnen weiterzuhelfen. Also bitte konstruktiv natürlich im eigenen Interesse, das ist lösungsorientiert, aber bitte auch mit einem Mindestmaß an Respekt. Denn wir arbeiten alle sehr hart daran, dass diese Lehrveranstaltung ein Erfolg wird. Nicht nur ich, sondern auch die ganzen Tutoren, insbesondere die Leute, die mit der Organisation der Lehrveranstaltung und mit der Erarbeitung der Inhalte befasst sind. Wie können Sie uns ansprechen? Natürlich immer persönlich. Ich bin nach der Vorlesung hier in der Regel ansprechbar. E-Mail ist für persönliche Dinge, für Dinge, die nicht an die große Glocke gehängt werden sollen, ein ideales Medium. Und wenn es um Dinge geht, die von allgemeinem Interesse sind, gerne dann im Forum. Und insbesondere melden Sie sich bitte frühzeitig, wenn Sie irgendwelche Zeitkonflikte haben, wenn Sie irgendwelche Terminkonflikte haben, aufgrund von ernsthaften zeitlichen Restriktionen. Es gibt immer mal wieder eine
gewisse Anzahl von Studierenden, die zeitliche Probleme haben, weil sie beispielsweise Kinder haben oder weil sie Angehörige pflegen oder ähnliches. Es gibt immer wieder Leute, die ernsthafte zeitliche Probleme haben, weil sie nebenher für den Lebensunterhalt arbeiten müssen. In solchen Fällen kommen Sie bitte gerne frühzeitig auf uns zu. Wir haben bis jetzt noch für jedes Problem eine Lösung gefunden. Auch wenn Sie irgendwelche Probleme haben, die es Ihnen nicht möglich machen, am Übungsbetrieb oder an der Prüfung regulär wie alle anderen teilzunehmen, sei es, dass Sie empfohlen durch eine medizinische Diagnose, dass Sie eine verlängerte Mitschreibzeit bekommen sollen oder dass Sie vielleicht in einem separaten, ruhigen Raum die Klausur schreiben müssen oder was auch immer oder ähnliche Probleme beim Übungsbetrieb. Kommen Sie bitte, insbesondere natürlich, wenn die Klausur betroffen ist, aber nicht nur, kommen Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse rechtzeitig auf uns zu. Wir haben noch für jedes Problem eine Lösung gefunden. Zum Beispiel bei Klausuren gibt es auch immer wieder den Fall, dass Leute nicht an der Klausur teilnehmen können, weil sie da schon in einem Austauschjahr anderswo in der Welt sind, weil sie dort schon anderswo ein Austauschstudium begonnen haben. Selbstverständlich, wenn Sie rechtzeitig auf uns zukommen, selbstverständlich werden wir in solchen Fällen eine Lösung finden. So, ich möchte noch auf diesen Punkt hinweisen, der natürlich das ganze Studium betrifft. Hier bei uns insbesondere einerseits die Klausur, natürlich, aber auch andererseits die verschiedenen Testatstermine im Poolraum, wo Sie zwar unter Aufsicht sind, aber trotzdem für sich alleine arbeiten. Wenn wir den dringlichen Eindruck haben, dass Sie, mit unlauteren Mitteln gearbeitet haben, dann werden wir nicht den Termin für Sie abbrechen. Sie werden weiterarbeiten können, aber wir werden selbstverständlich dokumentieren, was vorgefallen ist. Wir werden Sie ansprechen, dass wir der Meinung sind, dass Sie unlauter gearbeitet haben. Sie dürfen weiterarbeiten unter Vorbehalt. Ja, also es kann sein, dass das, was Sie dann machen, dann nicht gewertet wird. Und hinterher werden wir uns in aller Ruhe anschauen, wie Ihr Fall zu bewerten ist und dann eine Entscheidung darüber treffen, was da jetzt, wie das Ganze jetzt weiter zu bearbeiten ist. Also es passiert sehr, sehr, sehr selten und Sie haben es ja selber in der Hand, ob hier in dieser Richtung was passiert oder nicht. Ich muss noch einen anderen Punkt ansprechen. Ja, wir sind hier in einer Fachrichtung Informatik und da juckt es sicherlich vielen Leuten in den Fingern, mal auszutesten, wie gut das Sicherheitskonzept der verwendeten Software ist. Und wir verwenden nicht nur Moodle und das Fachschaftsforum, sondern wir verwenden auch noch Nabla. Das heißt, wir sind einfach dadurch, dass wir weitere Software hier öffentlich im Web verwenden, dementsprechend natürlich angreifbar. Und so dass es also manchen Leuten vielleicht eben in den Fingern jucken könnte, die Systeme, die wir hier benutzen, anzugreifen. Soweit wir das sehen können, ist das noch niemandem wirklich gelungen. Es hat Versuche gegeben, wir wissen aber nicht, wir haben es nicht weiter verfolgt, ob sie hier aus dem Teilnehmerkreis kamen oder von sonst woher auf der Welt. Diese Angriffe waren nicht erfolgreich. Ich muss Sie aber darauf hinweisen, dass IT-Angriffe kein Kavaliersdelikt sind. Es ist kein Sport. Wir werden IT-Angriffe nicht sportlich nehmen, sondern wenn wir solche Fälle sehen, dann werden wir
den Fall an den Justiziar der TU Darmstadt übergeben und der wird dann entsprechende rechtliche Maßnahmen einleiten. Oder disziplinarische Maßnahmen auch hier wieder. So, ich hoffe, ich habe Sie jetzt genug erschreckt mit Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind und die Sie in der Hand haben. Ob Sie da in Probleme kommen oder nicht, lassen Sie es einfach. Warten Sie, wir sind noch nicht fertig. Ja, so langsam. Gut. Ich will vielleicht, diesen Moment müssen wir uns noch gönnen, ja. Wir wollen Ihnen nichts Böses. Wir wollen, dass Sie bestehen. Und dass Sie auch mit einer guten Note rausgehen. Aber schenken wollen wir Ihnen das natürlich nicht. Und da muss ich sagen, sind wir nach den Erfahrungen des letzten Jahres auf einem sehr guten Weg dahin, das zu erreichen. Und ich denke, dass wir das in diesem Jahr vielleicht noch besser hinbekommen. Vorausgesetzt, dass Sie mitmachen. Vorausgesetzt, dass Sie sich nicht selber die Chancen verspielen, mit viel gewinnt, denn viel gewinnt nicht. Die Erfahrung sagt, wenn Sie nicht russisch Roulette spielen wollen, sondern wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen und wirklich eine 4 am Ende mindestens herauskommen soll, dann sollten Sie sich besser darauf vorbereiten, auf die Klausur so vorbereiten, dass Sie denken, jetzt sind Sie vielleicht im Zweierbereich. Und nicht vergessen, ein Punkt, der unterschätzt wird von vielen Studierenden, das, was im Bachelor passiert, was in den ersten Semestern des Bachelor passiert, wird schriftlich dokumentiert Teil Ihrer Bewerbungsmappe sein. Wenn es das nicht ist, dann ist das schlecht für Sie, für Ihre Bewerbungen. Wenn es Teil Ihrer Bewerbungsmappe ist und die Noten abenteuerlich aussehen, ist es auch nicht unbedingt gut für Sie. Arbeitgeber, Personaler schauen sich nicht nur die Note an, die sie in der Abschlussarbeit, in der Masterarbeit erreicht haben, sondern schauen sich auch die Noten an, wo es um die Grundlagen geht, wo man sehen kann, ob sie Programmieren und vernünftiges Arbeiten in Informatik gelernt haben, systematisch gelernt haben oder nicht. Deshalb kann ich nur dringend anraten, nicht auf viel gewinnt zu spielen. Es lohnt nicht wirklich. So, damit bin ich mit meinem Vortrag für heute zu Ende. Das Organisatorische ist soweit beendet. Das nächste Mal, Donnerstag 8.10 Uhr, werden wir dann mit dem Inhaltlichen beginnen. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ganz cool.